So, wir kommen eben aus dem Gerichtssaal. Das Urteil ist gefallen und so wie es sich angehört hat, stand es wohl auch schon fest, muss man glaube ich ohne große Wertung sagen. Also bist du mit der Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft und Richterin zufrieden, Tim? Ich muss ganz kurz noch einwerfen, Urteil bitte in Anführungsstrichen setzen, weil ich fand das auch eine Beleidigung letztendlich auch dem deutschen Volk gegenüber, dass so ein in Anführungsstrichen Urteil im Namen des deutschen Volkes gesprochen wird. Ich betrachte dieses Urteil, ohne respektlos jetzt zu klingen, als Witz, wirklich. Es ist eine Farce. Wir haben damit gerechnet. Und ich habe ja eben noch mal in meinen letzten Worten als Angeklagte auch der Richterin eigentlich gewünscht, dass sie ein bisschen Rückgrat und Charakter beweist und einfach Recht spricht. Aber das ist ja heute nicht erfolgt. Wir gehen natürlich weiter in die nächste Instanz und auch durch alle Instanzen. Und ich sage auch noch mal ganz beruhigend, Satire darf alles. Kunstfreiheit darf alles. Und das, was ich mache, ist wirklich im absoluten Rahmen. Insofern kann ich mich zurücklehnen, entspannt weiterhin die Show genießen und warte letztendlich nur, bis irgendwann dann auch die höchste Instanz mich freispricht. Und letztendlich ist das ja auch das Love Priest angemessen. Also es sind jetzt 110 Tagessätze geworden, aber du kämpfst natürlich weiter bis zum Schluss. Du willst es nicht akzeptieren natürlich, auf keinen Umständen. Auf gar keinen Fall. Also auf gar keinen Fall. Wir gehen, wie gesagt, durch alle Instanzen, egal was es für Mühen und Kosten kostet. Ich weiche nicht zurück, das habe ich von Anfang an versprochen. Ich bin ein Mann des Wortes, ich halte mein Versprechen und blicke jetzt nach vorne. Ab dieser Sekunde beginnt der Kampf für die nächste Instanz. Aber ich muss wirklich nochmal sagen, ich hatte wirklich irgendwo auch so ein ganz bisschen Hoffnung, dass wirklich Recht nochmal irgendwo gesprochen wird. Weil es war ja offensichtlich, dass was hier letztendlich gelaufen ist, ist ein Politikum. Wir befinden uns mittlerweile in einer völlig gleichgeschalteten Medienlandschaft, wo wirklich komplett linksradikal, linksgrüne Meinungen nur noch toleriert werden. Und was ich allerdings gefährlich und erschreckend finde, ist, dass selbst diese Person jetzt schon die Satire und Kunstfreiheit dermaßen in Deutschland außer Kraft setzen. Wir leben wirklich in ganz, ganz gefährlichen Zeiten. Das hat dieses Urteil nochmal ganz klar verdeutlicht. Und letztendlich, so paradox das klingt, muss man vielleicht auch der Richterin danken, dass sie uns das allen so offensichtlich hier nochmal bewiesen hat. Also der Kampf geht weiter. Alles Gute und wir sehen uns später noch. Danke, danke.